Hier kommt Showtitan Thomas Gottschalk. Den will ich heute reinlegen. Er hat einen Termin bei der Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Um 14.30 Uhr, wie er glaubt. Aber in den Bayerischen Rundfunk kommt keiner so leicht rein. Auch ein Thomas Gottschalk nicht. Da muss man erst mal einen Passierschein bekommen. Von dieser Dame im Pförtnerhäuschen. Na, erkennen Sie sie? Ja, das bin ich. Und mit diesem Gesichtsupgrade hoffe ich, dass der liebe Thomas mich nicht erkennen wird. Sonst müsste ich mir echt Sorgen machen. Vielleicht spulen wir kurz zurück und ich erkläre mal, was wir vorhaben. Erstmal muss mein Maskenbildner Patrick ran. Der hat meine naturgegebenen Hamsterbäckchen kräftig in Richtung Roger Rabbit ausgepolstert. Und ich habe noch einen Akzent draufgelegt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Darf ich bitte zu meinem Arbeitsplatz gehen? Sehr gerne. Danke sehr. Mein Arbeitsplatz ist dieses Pförtnerhäuschen. Hi. Darf ich schon mal reinkommen? Hi, ich bin Barbara. Ich soll hier den Thomas anhalten und ihm klarmachen, dass sein Termin schon um 11 gewesen wäre. Und ich nun Anweisung habe, ihn auf keinen Fall mehr ins Gebäude zu lassen. Denn die Intendantin ist stocksauer und es hat Riesenaufruhr im Haus gegeben. Und die Angelegenheit hat bereits Wellen geschlagen. Mein Regisseur zeigt mir, womit ich Thomas überraschen kann. Da haben wir nur diese Stelle mit dem Radio. Ja. Pass auf, wenn mir die Tonregie drinnen hört, haben wir mal eine Chance, jetzt das Radio zum Abspielen. Bayern 3 hat angeblich schon auf den Fauxpas von Thomas reagiert. Aus aktuellem Anlass möchte ich euch mal was fragen. Wann seid ihr das letzte Mal so richtig versetzt worden? Und unsere oberste Chefin, die kann davon auch ein Lied singen vom Versetztwerden. Ihr ist das nämlich erst heute passiert. Und wer hat sie hängen lassen? Thomas Gottschalk. Das werden wir einspielen, wenn der feine Herr Gottschalk gleich vor mir steht. Und da wir bei den Öffis voll auf Zack sind, eine Internetmeldung habe ich auch noch im Köcher. Thomas Gottschalk versetzt Intendantin. Da wird er sich wundern. Und wir werden unseren Spaß haben. Alles ist bereit, mein ganzes Team, allen voran mein Regisseur Nikolai. Und wir freuen uns auf die Nummer. Die Spannung steigt und ich werde dem Thomas gleich zeigen, dass auch ein Herr Gottschalk sich nicht alles erlauben kann. Der kommt heute nicht hier rein. Garantiert. Ich bin auf dem Weg zum BR, denn ich habe einen offiziellen Termin um 14.30 Uhr bei der Intendantin des Bayerischen Rundfunks. In Wirklichkeit habe ich den Termin gar nicht, sondern es geht nur darum, Barbara Schöneberger reinzulegen. Normalerweise legt sie ja ihre Gäste rein, heute lege ich Barbara Schöneberger rein. Darauf freue ich mich. Was eine Frechheit. Da sitze ich gespannt und komplett ahnungslos, habe keinen Schimmer, dass Thomas mich verladen wird. Und mein Team steckt auch noch mit ihm unter einer Decke. Da werden Köpfe rollen. So, Achtung, Barbara, wir sehen ihn. Er kommt. Gut. Mal sehen, ob Barbara wirklich Spaß versteht. Ich lasse sie auf jeden Fall erst mal schmoren. Es klingelt eh gerade das Telefon. Entweder es ist die Intendantin des Bayerischen Rundfunks oder es ist Hollywood. Genau, wir laufen jetzt da die Runde, Thomas, ab nach oben, wieder zurück. Schön gemütlich. Der Didi steht auf Position. Mit dabei. Telefongespräche werden bei mir immer etwas länger als geplant. Er telefoniert. Jo, ich sehe. Ist gut. Machen wir Zeit. Barbara, ich habe viel mehr Zeit als du. Ich sitze da drin auf Kohlen und er telefoniert in aller Ruhe. Wenn er so strahlt, ist sicher Carina dran. Und dann kommt noch einer um die Ecke, der Musikchef von Bayern 3. Das ist mein Lockvogel, von dem weiß Barbara nix. Gehen Sie durch. Hallo, grüß Sie. Ui, ein neues Gesicht, oder? Gehen Sie durch. Schick ihn weg, grüß Sie. Schick ihn weg. Wo ist denn der Herr Hiebler? Gehen Sie bitte durch. Aber ich wollte den Herrn Hiebler sprechen, weil der hat was für mich hinterlegt. Ich kann Ihnen jetzt nicht helfen. Aber der Herr Hiebler hat was für mich hinterlegt. Gehen Sie jetzt weg, bitte. Es tut mir leid, ich bräuchte es aber ganz dringend. Es ist nicht hier, es ist jetzt eine wichtige Geschichte, dass Sie jetzt verschwinden hier. Aus verschiedenen Gründen. Aber woher kommen Sie, weil ich Sie noch nie gesehen habe? Das ist richtig und das hat einen Grund, den kann ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Sie gehen jetzt. Sind Sie als freier Mann eigentlich vom Empfang dort? Nein, machen Sie bitte. Weil da bin ich so selten. Aber du musst ihn wegschicken. Das Bild frei. Wir brauchen jetzt das Bild. Gehen Sie jetzt hier weg. Wir filmen hier. Welches Bild? Was meinen Sie eigentlich? Wir filmen hier und Sie hauen jetzt hier ab. Entschuldigung, da steht der Gottschalk und wir machen einen Riesenfilm. Hauen Sie jetzt ab. Sie stellen unser Bild. Okay, gut. Was war denn das bitte? Wir brauchen ein Paket. Gibt's ja nicht. Ich hab echt gedacht, ich werd wahnsinnig. Boah, war ich froh, als der endlich weg war. Mein Job ist da wesentlich lockerer. Der Plan geht auf. Es öffnet sich das große Showtor.
Was ja manche nicht mehr wissen, beim BR begann ja meine Radiokarriere. Barbara dreht gleich durch und ich gehe einfach locker rein. Herr Gottschalk! Herr Gottschalk! Herr Gottschalk, kommen Sie bitte zu mir! Der haut uns ab, Barbara! Herr Gottschalk! Tja, Barbara, ich bin erst mal weg. Wenn ich mich jedes Mal umdrehen würde, wenn mir einer Gottschalk nachruft, dann müsste ich rückwärts laufen. Mann, er ist weg. Ja, keine Ahnung. Aber da muss doch jetzt da hinten einer stehen, der den zurückschickt. Nee. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Jetzt weiß ich, wie der Spruch entstanden ist. Super Filmmoment. Jetzt schaue ich mir den Spaß mal in der Regie an. Ich habe in die Kiste geschaut, habe ich gedacht, Ozzy Osbourne sitzt da im Empfang. Aber er hat nicht reagiert. Nein, der hört ja auch schlecht. Wer Spots für Hörgeräte macht, der braucht für den Spot nicht zu sorgen. Ich kenne das. Seht ihr ihn? Nee. Und wo geht er jetzt hin? Ja, der geht jetzt halt dahin, wo er immer hingeht, wenn er hingeht. Ja, aber ich wäre ihm doch besser hinterhergerannt. Ja, aber ich habe ja keine Kamera da hinten. Das ist doch scheißegal. Ja, aber was hätte ich dann gemacht? Indem ich sage, kommen Sie bitte zu mir, Sie müssen hier durch. Und dann wäre er ja hergekommen. Ja, danach sind wir immer schlauer. Ja, sorry, aber das war ja jetzt die einzige Möglichkeit, ihn einzufangen. Mir erzählen die Kollegen, dass sie Thomas mit irgendeiner ominösen Hausausweiskontrolle wieder zurückschicken wollen. Na ja, gut, ihr werdet das entscheiden. Ich bleibe jetzt nochmal hier sitzen. Während ich warte, ob er tatsächlich nochmal wiederkommt, sorgen die Kollegen für angebliche Tonprobleme. Tonprobleme. Wer mich kennt, der weiß, da stehe ich ja mal so richtig drauf. Darf ich dir kurz was sagen? Die JBL-Box hat gerade Bloop gemacht. Und wenn die JBL-Box Bloop macht, ist das meistens ein deutliches Zeichen dafür, dass sie sich ausschaltet. Okay, wir probieren sie mal. Sekunde. Also, es geht nix. Ist nix kommen? Nein. Freunde, ganz ehrlich, das ist ein big fuck up, ehrlich. Was denn? Ja, weil die Box immer ausgeht. Das war doch damals schon so, als ich diese Schönheitstussi gespielt habe. Da ging die Box doch auch schon ständig aus. Das muss man doch wissen. Also, ich verstehe es irgendwie nicht, ehrlich. Ja, jetzt müssen wir ihn erst mal finden. Ja, ja, aber gleich kriecht hier wieder einer auf allen Vieren irgendwie unter mir rum und sortiert noch irgendein Kabel. Wäre ja schön, wenn das dann am Start ist, wenn der kommt. Barbara, I'll be back. Versprochen. Vorher schicke ich dir noch mal meinen persönlichen Lockvogel vorbei. Jetzt kommt der Typ wieder. Entschuldigung, noch mal von Big, das Paket. Hier. Ich arbeite hier nicht. Ich bin alles, ist alles fake. Gehen Sie bitte aus dem Weg. Hier sind überall Kameras. Okay, aber was bedeutet fake in dem Fall? Das bedeutet für Sie, dass Sie jetzt hier momentan nichts zu suchen haben, weil wir das Bild hier frei halten müssen. Danke, dann komme ich in einer Viertelstunde wieder. Nee? Danke. Aber was, warum könnt ihr mir denn solche Typen nicht vom Leib halten? Ja, ich weiß auch nicht. Aber warum könnt ihr denn nicht, der kommt noch und wenn er dann jetzt gleich kommt, der Gottschalk, dann ruiniert der Typ uns den Film. Ich habe inzwischen einen Kaffee in der Kantine getrunken. Wirklich ein lockerer Job hier. Für Barbara nicht, aber für mich. Look what they done to my song, Mama. Jo. Look what they done. Herr Gottschalk! Herr Gottschalk! Well, it's the only thing that I could Herr Gottschalk! Wollen Sie schnell zu mir kommen? Ich denke ja gar nicht dran. Ich habe ab jetzt einen Zweitjob, mit dem ich meine Rente aufbessere. Ich führe Besuchergruppen durch meine alte Wirkungsstätte. Ich muss zur Intendantin, ich muss hier. Ich dreh gleich durch. Gibt der jetzt Autogramme oder was? Interessieren sich junge Leute noch fürs Radio überhaupt? Man meinetwegen, das ist kein Problem. So, guck mal. So, Herr Gottschalk, kommen Sie bitte zu mir, Herr Gottschalk. Die schreit hier rum, aber Herr Gottschalk, egal. Sie müssen bei mir rein. Herr Gottschalk, Sie müssen bei mir rein. Herr Gottschalk. Tja, Barbara hat gerade ihre zweite Chance versemmelt. Ich bin wieder drin und sie sitzt immer noch draußen. Herr Gottschalk, Sie müssen zu mir kommen. So ist der doch normal nicht. Ja, aber schau mal, jetzt ist er weg. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe das Ding aufgemacht, ich habe durchgeblärt, ich habe 15 Mal Herr Gottschalk gerufen. Toll, jetzt geht er mit der Reisegruppe rein. Ich finde den Film eigentlich so auch ganz lustig. Findest du? Ja, weil das ist eine riesen Vorbereitung, ein riesen Ding. Und dann lässt man ihn einfach viermal hin und her und dann durchs Tor durchgehen. Ist doch wahnsinnig lustig. Ja, gut. Ich
hab's gefunden. Ich wollte mich nur noch mal bedanken. Alles Vielen gut. Dank für die Geduld auch. Alles das war gut. wirklich toll, dass Sie mir da auch geholfen haben, Tschüss. Dass Sie reingegangen sind extra. Wirklich vielen, vielen Dank. Vielen Dank, okay? Ich glaube, dass der uns verarscht, ehrlich gesagt. Habt ihr das schon mal überlegt? Ich glaube, dass der Typ, die Gruppe, das Telefonieren und alles eine Verarschung von Thomas Gottschalk ist. Ihr verarscht mich? Na endlich, Barbara. Du hast geschnallt, dass du verladen worden bist. Nein, ich weiß das. Der Typ war zu viel. Also Moment, ich habe ja einen Dienstauftrag hier. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Große Fernsehunterhaltung mit Barbara Schöneberger. Das ist nicht gefühlt, ja klar. Oh, Nikolai, du Arsch! Und ich habe so geschimpft mit euch. Entschuldigung. Oh Gott, ich bin so leid. Unser Opfer kommt. Hallo! Oh, ihr seid so toll! Ich habe so geschimpft. Ja, wir haben noch keinen Film, hat er immer gesagt. Wir haben noch keinen Film. Ja. Da seid ihr ja noch. Sehr gut, wir haben nämlich noch viel Schönes für euch. Wenn ihr den neuen Film sehen wollt, dann geht am besten da drauf. Weitere lustige Filme gibt's hier. Und um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich an eurer Stelle einfach direkt abonnieren.